Entlarvend an Merkels Statements sind vor allen Dingen die Leerstellen und die Punkte, wo sie unverbindlich bleibt. Ich will das an drei Beispielen verdeutlichen. Merkel sagt nichts zu den Hintergründen des Amoklaufs in München, wo der Täter offensichtlich rassistische Motive hatte. Wenn man aber über die Ursachen der Gewaltakte sprechen will, dann muss man über die menschenverachtenden Ideologien sprechen. Und Rassismus und islamistischer Fundamentalismus geben sich da nichts. Sie verstärken sich gegenseitig und befeuern eine Brutalisierung der Gesellschaft. Wer über die Gewalttaten der letzten Wochen spricht, der darf zu den Gewalttaten mit dem rassistischen Hintergrund nicht schweigen. Zweitens, Merkels 9-Punkte-Plan wird nur dann konkret, wenn es um militärische Präsenz geht, wenn es um mehr Überwachung geht. Aber die notwendigen Fragen von sozialer Integration oder sozialer Prävention, die kommen, wenn überhaupt, nur als unverbindliches Stichwort vor. Wer aber die Ursachen von Terror und Amoklauf nachhaltig bekämpfen will, der muss ran an die soziale Frage. Und deswegen sage ich unterm Strich, Merkels 9-Punkte-Plan ist Seehoferei mit freundlichem Antlitz. Die CSU hat ja gesagt, dass sie vor allen Dingen Stärke, Sicherheit durch Stärke anstrebt. Ich antworte darauf, Demokratie und soziale Sicherheit machen unsere Gesellschaft stark. Und ein drittes Beispiel zu dem schrecklichen Terroranschlag des IS in Kamischli, wo es zu 51 Toten kam, darunter viele Kinder, hat Angela Merkel nichts gesagt. Sie hat das nicht aufgezählt. Und das, obwohl dieser Anschlag 150 Meter entfernt von der türkischen Grenze stattfand und wir gerade wieder eine unterlassene Hilfeleistung durch das Erdogan-Regime erleben für die Opfer dieses Anschlages. Und ich finde, dieses Schweigen gegenüber dem Erdogan-Regime ist bezeichnend. Dazu passt auch, dass sie Erdogans Terror gegen Andersdenkende maximal als nicht unbedingt verhältnismäßig bezeichnet. Diese Formulierung ist brutalste Schönfärberei.